Hi zusammen. Ich habe hier heute ein Tablet für euch, und zwar das One Excellent 10. Das ist ein Windows 10, Windows 8.1 Tablet in 10 Zoll. Und ja, das geht euch einfach mal ein bisschen vorstellen, denn es ist ein vergleichsweise sehr günstiges Tablet. Und dass das nicht unbedingt bedeutet, dass es schlecht ist, wollen wir euch jetzt eben mal kurz zeigen. Denn es ist letztlich absolut konkurrenzfähig mit allen anderen 10 Zoll Windows Tablets, die eben auch in der gleichen Liga spielen, sagen wir es mal so. Ja, also natürlich mit dem Surface ist es schwer zu vergleichen, das kostet dafür auch das Zehnfache. Ja, fangen wir erstmal damit an. Wir haben eine Hülle direkt dabei. Sieht aus wie so ein altes Notizbuch oder ähnlich, wird auch ähnlich umgemacht. Das Ganze hier hinten dann mit Magneten befestigt. Ja, also an dem Tastaturcover, das nämlich in der Hülle integriert ist. So. Ja, aber zu dem Ganzen kommen wir gleich. Wir schauen uns erstmal das Tablet selbst an. Erinnert alles so ein bisschen an das Surface, weil wir haben hier auch eine magnetische Leiste. Aber ja, schauen wir uns gleich mal an. Erstmal gucken wir uns die Anschlüsse nämlich hier an. Wir haben hier auf der linken Seite nämlich jede Menge Anschlüsse. Und zwar haben wir den Power-Knopf hier, wir haben den Kopfhöreranschluss, beziehungsweise Headset-Anschluss. Wir haben einen Mini-HDMI, Micro-SD, Micro-USB, Mikrofon noch hier daneben und einmal den Stromanschluss, sprich der Micro-USB-Anschluss ist nicht belegt, wenn ihr das Tablet mal aufladen müsst. Und hier liegt auch ein passender USB-OTG-Adapter dabei, um eben dann zum Beispiel einen USB-Stick, eine Festplatte oder ähnliches anzuschließen. Ja, auf der Oberseite ist nicht viel. Wir haben hier letztlich nur einmal die Lautstärkewippe, sprich lauter leiser. Das war es auch schon. Und ansonsten auf der Rückseite hier oben einmal die Kamera. Hier noch zwei Lautsprecher an der Seite. Und das war es da auch schon. Ja. Rechte Seite ist komplett frei. Hier haben wir überhaupt keine Anschlüsse. Und auf der Unterseite letztlich nur den Anschluss für die Tastatur bzw. für die Docking. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben Windows 8 drauf. Achso, natürlich an der Front noch einmal die Frontcam und hier unten dann noch einmal die Windows-Taste. Ja, wie gesagt, haben wir Windows 8 drauf, wie man sieht, also Windows 8.1. Und ja, was nochmal groß dazu sagen, es ist eben Windows 8.1. Das Ganze natürlich auf Touch optimiert hier. Man kann es also wunderbar auch bedienen über das Touchpad, über das Touch-Display. Und reagiert auch wunderbar drauf, also hat relativ genaue Eingaben. Geht natürlich immer ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr Geld bezahlt, aber eben für diese Preisklasse für unter 200 Euro inklusive Tastatur finde ich es auf jeden Fall sehr angemessen und da haben wir schon weitaus Schlechteres gesehen, teilweise für sogar noch mehr Geld. Ja, ansonsten, das Display ist ja auf den ersten Blick zwar mit 1280 x 800 Pixeln nicht besonders hochauflösend, aber selbst wenn man jetzt hier ein bisschen näher drauf schaut, man sieht keine groben Pixel oder ähnliches, die Schrift ist trotzdem scharf. Wir haben wirklich ordentliche Blickwinkel für so ein Tablet. Das ist natürlich hier ein bisschen schwierig zu schreiben, zu zeigen, denn das spiegelt dann natürlich durch meine Beleuchtung hier. Aber so, wenn man davor sitzt, also die Blickwinkel reichen dick aus, um nochmal zu zweit davor zu sitzen, um eben zum Beispiel ein Video zu gucken oder ähnliches. Also da sollte man so schnell keine Probleme kriegen. Ja, vielleicht kurz die technischen Daten noch. Wir haben hier einen Intel Atom Z3735F, 2 GB Arbeitsspeicher dazu, 32 GB internen Speicher. Das Ganze erweiterbar per MicroSD, wie gesagt. WLAN ist natürlich mit dabei, Bluetooth. Ja, also wirklich der Standardkost von der Hardware-Plattform her. Das ist ja im Grunde genommen meistens das Gleiche, nur eben Display und so weiter unterscheidet sich da groß bei den Tablets. Ja, dann kommen wir noch einmal natürlich kurz zur Dock, die dabei ist, also zur Tastatur-Dock mit Cover. Die Tastatur an sich, rein optisch, erinnert schon relativ stark an die von Microsoft Surface, hat allerdings nicht das gleiche Feedback, ist nicht beleuchtet. Also sprich, die Tasten sind ein bisschen schwammiger, wobei es da auch deutlich schlechtere Varianten gibt. Also sprich, der Druckpunkt ist trotzdem noch gut zu fühlen. Also schreiben sollte man hier auch ganz gut drauf können. Ja, wir haben hier oben eine Reihe Multimedia-Tasten mit integriert, die gleichzeitig auch die Funktionstasten sind, also sprich F1 bis F12, muss man dann hier eben über die Funktionstaste umschalten. Ja, Touchpad lässt sich hier direkt deaktivieren, denn hier unten ist ein kleines Touchpad drin, also nicht besonders groß, aber sollte ausreichen, weil in der Regel nutzt man ja eh den Touchscreen. Ja, dann, wie gesagt, hier oben den Docking-Port, das Ganze auch magnetisch, ne, ähnlich wie eben auch schon bei Microsoft Surface, also da haben sie sich einiges mit abgeguckt. Und ja. Ansonsten, was halt noch so eine kleine Besonderheit ist, die Hülle ist gleichzeitig auch ein Tablet-Stand, sprich, ihr könnt das Tablet auch gleich hinstellen und zwar kann das hier hinten einfach gefaltet werden. Ich falte das Ganze nach hinten und
dann sind hier zwei Magnete drin, die sich anziehen und schon kann man das Ganze dann hier aufstellen und hat dann eben entsprechend ein stehendes Tablet. Hat leider den Nachteil, man kann es eben nicht im Winkel verstellen, also sprich, ihr könnt hier den Winkel nicht einstellen, den ihr haben wollt. Ist aber letztlich verkraftbar, sage ich mal. Und was halt leider auch so ein Problem ist, es neigt gerne mal dazu, einfach nach hinten wieder platt umzufallen, weil die Magneten hier sind nicht besonders stark. Dürfen sie letztlich auch nicht sein, um hier die Hardware nicht irgendwie zu stören. Aber dadurch kann es eben passieren, wenn man jetzt beim Schreiben ist oder gegen den Tisch kommt oder ähnliches, dass dann das Tablet einfach mal nach hinten umklappt. Ja, da muss man eben immer ein bisschen aufpassen. Ist halt leider nicht die stabilste Lösung hier mit dem Fuß. Ja, also wenn man hier schon nur leicht gegenkommt teilweise. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Mal hält es ewig, da kann es ein Erdbeben geben. Mal reicht es, wenn man es schief anguckt und es klappt zusammen. Also ist sehr sporadisch auftretend das Ganze. Gut, dann so viel erstmal zum One Excellence 10 und dann bis zum nächsten Mal.